Euer Captain Rex meldet sich zum Star Wars Report, aber heute sind wir nicht Star Wars, heute sind wir live. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist nun mal das Frohnhauser Kopierstudio UG haftungsbeschränkt. Wir sind eine Film-Fotoproduktion, wir stellen die schönen Filmchen her, die wir natürlich nicht zeigen dürfen, weil das Aufträge sind. Das sind Aufträge von Kunden und die werden gemacht, die werden hergestellt, produziert und so weiter und so fort. Und die Kunden machen dann mit ihrem Filmchen ihre Sendungen. So, ich mache jetzt ab sofort meine eigene Sendung und habe mir gedacht, weil wir so viele Star Wars Fans haben, 100% Star Wars begeistert bei Facebook, und für diese Gruppe von weit über 900 mache ich das. Natürlich kann ich als total verrückter Star Wars Fan, der ich leider nicht bin, ich habe ja 30 Jahre dafür gearbeitet, für die deutsche PR, das ist immer mein Beruf. Ich bin für die PR zuständig. PR bedeutet Propaganda, ja, hat aber nichts mit den vier Buchstaben zu tun. Apropos vier Buchstaben, wir haben gewählt. Wir haben am 24.09.2017 gewählt. An alle. Und da bleibt dran. Ich habe eine lustige Sendung vor. Und zwar möchte ich diese Wahl, diese deutsche Wahl, diese deutsche Bundestagswahl, mal in das Star Wars-Menü rüberholen. Ich möchte das Star Wars-mäßig mal durchleuchten. Für mich ist Herr Schulz so eine Art Imperator, so eine Art Palpatine, so ein Sith Lord. Für mich ist Herr Schulz, SPD, ein Sith Lord. Wie gesagt, die Sendung müsst ihr auch bitte mit einem sogenannten satirischen Blick sehen. Ich werde auch noch Satire einblenden. Ich versuche es ein bisschen lustig zu machen. Mir macht heute viel Spaß. Ich habe heute viel Zeit. So, dann möchte ich noch mit der Telekom abrechnen, die einen Fehler begangen hat und für den Fehler soll ich bezahlen, sehe ich nicht ein. Mit ich meine ich meine Kunden. So, ich spreche im Namen meiner Kunden. Ich muss aber mich nehmen aus Sicherheitsgründen, weil die Kunden nicht vor die Kamera möchten. Aber an alle Kunden, ihr dürft natürlich vor die Kamera. Ihr dürft euer Leid hier vor dieser Kamera aussprechen. Im Studio, ich bin jetzt hier im Copy Room, dahinter ist ja das Medienhaus, oder hier ist das Copyhaus, hinter der Kamera ist das Medienhaus und hinten sind die Studios und wir drehen und machen und tun. An alle Schauspieler, ja, E-Casting bleibt. An alle Schauspieler, Schauspielstudenten, hier können E-Casting gemacht werden. Die meisten Schauspieler sind leider in Schwerte, Unna und Dortmund. Somit kann ich schlecht hier in der grünen Hauptstadt, Kulturhauptstadt, an der A40, in der ziemlich ruhigen Stadt Essen, so ruhig ist sie nicht, erkläre ich auch. Ja, kann ich da leider keine Promotion machen. Ich mache jetzt Promotion heute mal für die Wahl 2017. Ich mache heute mal Promotion für meine Kunden, die ich sehr schätze. Ich schätze meine Kunden. Und meine Kunden haben mich inspiriert, eine Sendung zu machen. Und ich habe gesagt, gut, sobald ich Zeit habe, mache ich. Und heute ist die Zeit. Heute mache ich eine Sendung. Viele haben Ärger mit der Telekom, viele haben Ärger mit 1&1 und sehr viele haben Ärger mit Unity Media, strich die Anbieter. Ja, ein bisschen Werbung muss auch sein, ist halt so. Jede Werbung ist gut, auch für die Telekom, 1&1, Unity Media und wie die alle heißen. So, vor allen Dingen, die Stromanbieter sind ganz schlimme Füchse. Die sogenannten Rechtsanwälte sind auch nicht mehr das, was sie waren. Man hat vielleicht Glück mit einem Rechtsanwalt, aber überwiegend hat man kein Glück mit einem Rechtsanwalt. Zwei Rechtsanwälte, drei verschiedene Meinungen, was ziemlich merkwürdig ist, weil auch ich Jura studiert habe und ich kenne die juristischen Rechtspräambeln. Die haben sich nicht verändert. So, aber egal, darum geht es nicht. Es geht jetzt um Star Wars als Bundesregierung, so als Satire. Ich sehe den Imperator, ich sehe den Sith Lord. So in die SPD, wenn man sich den anschaut. Ich komme gerade aus dem Studio Quarks, das ist One, das ist das Studio One für ARD. So, ARD, ZDF haben sich zusammengesetzt und haben dieses ARD, ZDF, Funk erfunden. Funk, das ist YouTube. YouTube ist jetzt an sich ganz oben. Davor Dailymotion, Kiwego, Sevenload, MyFish, MyVideo, das war da. Ich komme aus dem Hause Siemens, IBM und mein Traum war 1969 auf einem Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen einen Kiosk zu haben, einen Datenkiosk. Seit 1979 habe ich
Die Firma Analog Digitale Technik, Film, Foto und Produktion. Knallhart, zack, zack, bis heute. Das soll auch so bleiben. Nur, ich muss mich jetzt neu erfinden, weil ich nicht wusste, dass das Digitale so kalt wird. Das Digitale ist so kalt geworden, so politisch kalt geworden. Ich muss sagen, 1999 habe ich der FDP PR und ich habe dir geholfen. Die hatte mich wirklich überzeugt. Und was dabei rausgekommen ist, wissen wir ja. Nicht die Merkel hat die FDP zerrieben oder was weiß ich. Nein, nein, die FDP hat sich selbst zerrieben. Also da konnte ich nicht treu bleiben. Ging nicht. Tut mir leid. Ich hatte noch mit einem Vertreter hier aus der Stadt Essen, Altendorf, FDP noch. Und der war auch erschüttert und es sind sehr viele Ältere, die schon 60, 70 waren, raus und kamen mit der FDP nicht mehr klar. Aber jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt haben wir den Herrn Lindner. Jawohl, digital first, also anders second, ja, digital first. Ja, Herr Lindner, ein selbstverliebter FDP-Mann, ach, den kann man ja noch wählen, da muss man die erste und die zweite Stimme Herr Lindner geben, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind liberal, mit uns kann man das nicht machen, das geht nicht. Wir müssen Herrn Lindner wählen, jawohl. Ja, so ungefähr kommt Herr Lindner darüber, die anderen will ich gar nicht nachahmen. Ich fresse nicht grün, ich fresse Fleisch, aber egal, ich bin kein Veganer. Ja, ich kann auch in ein liebes Auge gucken, aber naja, sollte mir doch vorher serviert werden. Egal, ist so, bin human, bin Humanist und Philosoph und Denker. Ich bin vor allen Dingen Denker, ich denke nach, ich habe sehr viel gelesen. Nun, ein Jurastudium, weiß jeder Jurist, ist ein trockenes Studium. Man musste sehr viele Bücher, heute brauchen wir es nicht, aber damals musste man sehr viele Bücher. Man musste recherchieren etc. 8 Semester Jura ist das Langweiligste, was es gibt. Medizin geht auch noch, die Anatomie des Menschen, meine lieben Freunde, wir sehen da drin so schrecklich aus, das glaubt ihr gar nicht. Also, ihr müsst nicht schön sein, keiner von euch muss schön sein, keiner von euch ist hässlich, keiner von euch ist hässlich, nur man spricht sich halt nicht gegenseitig an. Ja, man mag sich halt nicht so, ist klar, und das finde ich gut so. Man mag sich oder man mag sich nicht. Ich bin ein Digitalisierer, ich bin ein digitaler Mensch, ich mag ja, nein, Feierabend, dazwischen gibt es nichts. Ich weiß, damals hat man mich 69 bis 89 kritisiert. Du bist hart. Ja, nein. Eine Chance, ja. Zwei Chancen, nein. Ich bin sehr gut damit gefahren. Ich habe seit 1979 mein Unternehmen und als Unternehmer muss ich hin und wieder mal hart sein. Geht gar nicht anders. Ein Chef hört sich jeden Tag was an. Ein Chef muss sich jeden Tag was anhören. Und ein Chef meiner Generation war ein lieber, netter Chef. Krupp war nett. Siemens, AEG, Karstadt, ja. Thyssen war auch dabei. Und so weiter. Also die Altgeneration, Karstadt, Wertheim und so. Ich kam, wie gesagt, daher als Jugendlicher und 69, wie gesagt, hatte ich die Idee. Und im Jahre 2019 werde ich diese Idee wohl rundum vollendet haben. Frau Hannelore Kraft hat zwar immer gefragt, auf diesem Weg begrüße ich Sie, Frau Hannelore Kraft, nochmal. Ich weiß nicht, ob sie noch YouTube macht. Wir kannten uns noch aus dem Hause Sevenload in Köln. Sevenload in Köln hat eine tolle Idee gehabt, die gibt es aber auch nicht mehr. So, wir bleiben jetzt bei unseren Partnern. Ich habe drei Partner, das ist einmal Google, Entertainment, Sony, die sind da drin. Dann Facebook ist klar und natürlich Amazon. Oh du mein Amazon. So, Amazon smilet, weil Amazon auf dem Siegeszug ist. Auch der und auch die anderen werden irgendwann mal straucheln, weil die sind jetzt halt auf dem Weg. So, da wo ich herkomme, Siemens, AEG, Karstadt, Krupp, Krupp Thyssen und so weiter. Nun, das waren die Alten. Das waren die Alten, Mann. Es ist halt vorbei. So, jetzt sind wir bei Google, Facebook und Amazon. Und jetzt seid ihr hier in dieser Sendung. Ich bin euer Captain Rex und möchte euch fragen, sollten wir am 25.09. eine sogenannte Jamaika-Kollektion, also eine Art Ampel haben, ja? Ich frage euch jetzt ernsthaft, wenn so eine Ampel ausfällt, was ist dann? Richtig, rechts vor links im Straßenverkehr. Und die Bürger sind der Straßenverkehr. Die Bürger sind nun mal das Gewürm in der Erde. Sie machen da alles. Ja, sie machen die Erde rund. Sie machen die Erde bunt. Ja, ich bin ein Erdenmensch. Das ist ein New Generation Erdenmensch. Ich liebe die Erde, weil das ist das Einzige, was uns allen nicht gehört. Das Glück gehört uns auch nicht. Keiner bekommt das Glück in die Wiege gelegt. Wir sind alles Erdenmenschen, einfach nur Erdenmenschen, ja? Das Problem an der Geschichte ist nur, weil einer mehr sein will wie der andere. Ist eine tolle Geschichte. Irgendwie sind wir doch natürlich geblieben. Wir sind nämlich analog. Wir sind analoge Menschen, wir müssen analog sprechen. Mein Gehirn, das digital ist,
Bio, Synapsen und so. Und okay, wie spricht man? Wie spricht man heutzutage in eine Kamera? Ja, wie spricht man? Wenn ich euer Kaiser wäre oder wenn ich euer Kanzler wäre, würde ich natürlich knallhart sprechen. Ich bin es aber nicht, ich tue es jetzt mal. Ebenso, weil es ja eine Sendung ist. Ich bin euer Kanzler, ich bin euer Kaiser und sage euch, Leute, jeder von euch ist diszipliniert, respektiert und so weiter. Also man sollte euch disziplinieren, man sollte euch generieren, man sollte euch lassen, wie ihr seid. Ja, denn du kannst, was weiß ich, gut reden, du kannst gut zuhören, du kannst gut malen und so weiter. Also wäre das schon mal eine tolle Symbiose. Einer malt, einer spricht und der andere sieht sich das an. Ja, eine tolle Symbiose. So, ein wirklich guter Politiker würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben wieder Wahlen. Wir wählen uns. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Stimme geben würden, weil ich Ihnen nichts versprechen kann, aber ich kann es versuchen. Ich habe viel gelernt, ich habe viel gesehen und ich habe eine Mannschaft, mit der ich wirklich gut klarkomme und die kommen gut mit mir klar, wählen sie mich und so weiter. Das wäre ein toller Politiker, aber den gibt es nicht. So, da sind wir aber schon auch beim Thema Digitalisation. Digital. Ab dem 10.10.2017 wird jeder digital, ob er will oder nicht. Die sogenannte Zwangsdigitalisierung soll im Jahre 2018 abgeschlossen sein und die Firma Telekom, da lege ich jetzt mal den Helm weg. Die Firma Telekom hat ziemlich vielen Bundesbürgern am 10.10. das Telefon gekündigt. Ja, man bekam ein Kündigungsschreiben, dass zum 10.10.2017 der Anschluss von der Telekom gekündigt würde. Man könnte dort wieder Kunde werden, aber neu digital. So, als Firma musste ich sofort reagieren. Als Firma habe ich sofort reagiert und seit dem 3.6.2017 vollkommen digital. Hurra! Das Telefon sprach mit mir und sagte, Sie können heute nicht telefonieren, weil Sie nicht online sind. Bitte drücken Sie das Gerät, hinten ist ein Knopf und warten 5 Minuten. Dieses Telefon spricht sofort zu mir. Dieses Telefon sagte zu Hause, Dieser Anschluss ist gesperrt. Mit der Information konnte ich nichts anfangen. Ein paar Minuten später macht es Paff und dann war der Router durch. Der Router war durch. Gut, hat man sich schnell einen neuen Router gekauft. Hat mal eben 159,99 gekostet. Würde aber bei Amazon 69 Euro kosten und bei den anderen so um die 110 Euro höchstens. Also die Hälfte unterwegs. Da kriegt man natürlich so eine dumme Antwort von der Telekom. Ja, online ist alles billiger. Meine lieben Damen und Herren, nichts ist billiger. Meine lieben Damen und Herren, wir leben in einer neuartigen Welt, in einer digitalen Welt. Ihr lebt in meiner Welt. 1969 habe ich schon mal gerade erwähnt. Mit Zuhilfenahme von Maschinen in einem sogenannten Datenhighway, ein Kiosk. Und ich verkaufe euch die Daten. Und seit 1979 sammle ich Daten und mache analog zu digital und geschützt. Die sind 100% geschützt. Das sind eure Daten und ihr nehmt die Daten auch mit und hier. So, absoluter Schutz aller Daten. So, was möchte ich dazu sagen? Ich möchte dazu sagen, dass, wie gesagt, die Telekom eine sogenannte Zwangsdigitalisation durchzieht, dass zwei Drittel bald, ich hoffe in 25 Jahren erst, keine Arbeit haben werden und ein Drittel werden Arbeit haben und die Arbeit wird anders sein. Mit so einem Teil hier, piep, 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 was damit nicht geht, aber es gibt Telefone, die das können. Ich muss ein neues kaufen, sonst geht das nicht. Also jedenfalls, im Moment habe ich einen Schaden durch die Telekom, durch diese Zwangsdigitalisation. Sie hat in eine funktionelle Firmenstruktur eingegriffen und hat diese funktionelle Firmenstruktur über den Haufen geworfen. So, somit bin ich natürlich noch nicht mit der Telekom fertig. Das kann vielleicht im Notfall juristisch enden und auch öffentlich. Damit fange ich heute an, öffentlich. Es könnte sein, ich bin ein ziemlich lieber, netter, weil mich kann nicht mehr so viel erschüttern, weil ich habe schon zu viel erlebt, viel zu viel erlebt. Es gibt nur ein Ja, es gibt nur ein Nein. Und da werden wir auch bald leben, in einem Ja, Nein, sag Ja, sag Nein. Und natürlich immer schneller. Und das Gehirn sollte trainiert werden, unsere Jugend sollte trainiert werden, unsere Lehrer sollten wissen, was sie da vermitteln. Denn im Moment
Im Moment seid ihr alle manipuliert. Im Moment habt ihr von nichts Ahnung. Seid mir nicht böse. Ja. Ahnung kommt durch den Beruf. Und mein Beruf ist Hobby. Hobbyberuf, Beruf, Hobby. Ein und dasselbe. Eins, ich bin eins mit der Macht. Und die Macht ist eins mit mir. Wir sind ja immer noch im Star Wars Modus. Und ich meine es ernst. Die Macht ist eins mit mir und ich bin eins mit der Macht. So, jetzt habe ich das nächste Teil in der Hand, das Smartphone. Das Smartphone wird auch geteilt zu IBM und Samsung. So, ich möchte euch was klar. Bitte schaltet eure WLANs aus. Ich war ja gerade wählen und ich war überall und mein Handy fragt mich gerade mal wieder. Und zwar, euer Handy fragt euch. Passiert nicht allen, aber es kommt so langsam. So, wo war ich denn? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich war bei Rewe, ich war bei Kodi, ich war bei Döbbe, ich war im Rhein-Ruhr-Zentrum, ich war bei Woolworth, ich war bei Rewe, ich war bei Aldi, Essen, Holsterhausen, ich war in Netto, Markt, Discount City. Das sagt mein Handy, / Smartphone, ist ja kein Handy. Englisch übersetzt ist Handy ein Taschentuch, aber soll mir auch egal sein, macht oder wollt. An alle elektronischen Trolls, an alle Bots und an alle, ihr wisst schon, es gibt drei Komponenten, die manipulieren. Trolls, Bots und die anderen. Die komme ich später drauf. Wichtig sind die Trolls, die kennt man mittlerweile, und die Bots. So, und die anderen sind die Manipulativen, die ganz neu auf uns zukommen. Nicht die Hacker und den ganzen Quatsch. Nee. Die Stasi 2.0 in der DDR 2.0. So sieht's aus. DDR 2.0 am Ansatz. Noch haben wir Rebellen. Ne? Noch einmal. Fällt eine Ampel aus. Rechts vor links. Kapiert? Rechts vor links. So. Ich bin gelber. Nee, magenta. Entschuldigung, er hat's ja geändert. Ne? So. Ich mag Herrn Lindner, weil Herr Lindner sagt ja digital first. So. Ja? Und dann andere Second. So, und da ich ja digital bin, seit 1969, ist Lindner die erste Wahl. Aber trotzdem kriegt er noch was zwischen die Hörner, weil Selbstverliebtheit schön und gut. Aber so geht's nicht. So. Als Unternehmer muss ich gucken, wo ich bleibe. Als Unternehmer habe ich aber eine andere Ausrichtung. Ich habe die Ausrichtung, dass es meinen Kunden gut geht. Wenn es meinen Kunden gut geht, geht es auch mir gut. Frau Annalore Kraft hat mich gefragt, warum machst du das? Bist du so sozial? Natürlich bin ich nicht so sozial. Ich bin sozial, weil ich sage, der Kunde first und ich second. Kunde first, ich second. Aber second ist immer noch der Knaller. Second ist immer noch die Macht. Wenn die Macht zuschlägt, ist Feierabend mit first. Denn die zweite Stimme ist ja die stärkste Stimme, nicht die erste. Die erste ist immer Amerika first, ne? Unser Kasper da. Na, die beiden Kaspern, die twittern und machen sich da die rüber, heißt Korea und USA. USA steht an der 55. Stelle des Wahlsystems. Wir stehen an der 7. Stelle. Die Besten sind die Dänen. Aber egal, wir sind keine Dänen, wir sind Europäer mit Integration, Nationalität, Deutsch. Ja, das hat Frau Merkel. Ihr könnt alles nachlesen, habe alles hier. Räume ich gerne raus aus diesen Schuhkartons. Könnt ihr gerne nachlesen, wie Frau Merkel schreibt, wenn ihr mal Fragen stellt. Stellt doch mal die richtigen Fragen. Frau Merkel, was sind wir? Wo ist Recht, Einigkeit und so weiter? So, das war mal auf so einem 5-Mark-Stück. Wisst ihr noch, am 5-Mark-Stück stand da. Einigkeit, Recht und Freiheit. So, dieses vermisse ich. Da sagte Frau Merkel schriftlich, wir sind europäische Bürger mit der Integration Nationalität Deutsch. Ja, jeder wird integriert in die EU. Ja, ihr seid EU-Bürger, aber macht euch nicht drauf. So, wie gesagt, ihr werdet observiert, beobachtet, digitalisiert, verhaltensneutralisiert, ihr werdet gebogen, gezogen. Ja, und ich bin ein Rebell, weil man kann mich nicht biegen und so weiter, weil das geht nicht. Dafür habe ich gesorgt. Ich habe es gesorgt, weil ich nun mal euer Captain Rex bin. Und ein Captain Rex war nun mal ein Klonkrieger. Ein Captain Rex hatte einen sogenannten Chip und hat gehorcht. Hat ausgeführt 66, 63, für alle Star Wars Fans, ihr wisst, was ich meine. Order 63,
Order 66. Wenn man den Chip entfernt, wie bei den Rebels, kommt ja bald die vierte Staffel, dann seht ihr den Captain Rex mal anders. Und wenn ihr ihm zuhört, wisst ihr auch, warum ich diese Rolle gewählt habe. Nicht nur, weil ich schon so aussehe und weil ich auch mein Alter habe, sondern weil ich für euch bin. Ich bin für euch. Ja, ich möchte für euch da sein. Ich möchte kein Kanzler werden, um Gottes Willen. Ich möchte aber für euch da sein. Ich möchte, dass ihr euch hier wohlfühlt. Ich möchte euch euer Leid mindern, indem, ja, einige sterben, da muss man urkunden. Andere heiraten muss man urkunden. Dann kommt der böse Strommann, macht da aus. Dann kommt die Telekom, macht aus und so weiter und so fort. Wenn über euch so ein merkwürdiger Helikopter schwirrt, der ist so silbern, mit schwarzen Scheiben, da ist unheimlich viel Elektronik drin. Ist kein Scherz. Also wenn der auftaucht, dann wisst ihr, ihr werdet mal so ein bisschen kontrolliert. Ja? Ich bin eine öffentliche Person, ich arbeite mit sehr vielen Schauspielern. Dieses hier ist auch Filmpool. Filmpool.de, schaut rein, was Filmpool ist. Und natürlich ganz viel Komparsen.de. Komparsen.de. Schaut rein. So, dort sitzen hin und wieder Schauspieler. Also hier haben schon ein paar berühmte Schauspieler gesessen. Die haben ihre Scripts aus für Blaulichtreport. Hinter der Kamera im Medienhaus haben sehr viele Schauspieler gesessen. Wie alles angefangen hat in den 90ern, auf dem linken Rheinufer, war so ein Stunt-Team. Action-Stunt-Team. Das war 1995. Also 1995 mit der CeBIT bin ich dann in die Welt des Digitalen und dadurch kam ich dann überall hin. Auch bei Action-Konzept. Da konnte man sich ausbilden lassen für Stunts. Und da wir Stunts machen wollten, haben wir uns ein bisschen ausbilden lassen. Somit kam man dann auch ins Gespräch. Und dann kamen ja die Freien. So ab 88 kamen ja die Freien. RTL und wieder. Also, ne? Und die haben viel Blödsinn. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht zu experimentieren. So, 1966 wurde schon experimentiert. 1969 wurde erst recht experimentiert beim WDR. So, der WDR hat viel experimentiert. Und heute ist der WDR so ein bisschen überaltert. Bisschen konservativ, ist halt so Durchschnittsalter 60. Der WDR, ja, jedenfalls hier, dritter Hagen. In Köln schätzungsweise auch. So, die anderen wollen sich verjüngen. Ja, die touren zwischen 14 und 24 rum. Ja, wenn ein 14-Jähriger mich fragt, was wählen sie, dann muss ich ihn anstarren. Meine Güte, Junge, ich bin 50 Jahre älter wie du. Und du fragst mich, wieso, weshalb, warum. Ist schon eine tolle Geschichte, deswegen verstehe ich auch Frau Merkel, wenn die da mit den Kindern nicht, wie soll man mit Kindern umgehen, ja? Quark, wo ich gerade herkomme, Quarks, das ist eine Sendung, One, ja? Den jungen Mann, aha, kennt ihr noch aha, die Sendung aha? Die wurde jetzt erstmal abgesetzt, weil Adolf Hitler, ne? Aha, nee, hat da gar nichts mit zu tun. Ich bin auch ein aha, bin ein geborener aha und habe damit nichts zu tun. Ich bin ein Kind nach 48 und da komme ich zum Schluss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte eine Sendung mit Ihnen machen, die geboren wurden. Von 1949, 59, 69, 79. Und für diese Altersgruppe will ich sehr gerne eine Sendung machen. Denn alle YouTuber, YouTube-Kanäle sind ausgelegt ab 89, 99 und 2000. Diese Jugendlichen sollen jetzt durch ARD, ZDF, digital da auf so einen gewissen Weg gebracht werden. Und wer diese Stilistik gemerkt hat, die Dramaturgie, das ist ein Script-Entertainment. Da ist ein vorgeschriebenes Skript, so lebt man, so arbeitet man, so werden die Filme hergestellt. Das wird alles vorprogrammiert. Wir leben in einer Diktatur, aber Demokratie ist etwas ganz Neues. Ich diktiere dir deine Demokratie. Ja, das ist eine schöne Geschichte, aber ist so. Das ist ein Diktat. Also mir wird vorgeschrieben, was ich zu sagen habe. Mir wird vorgeschrieben, wie die Kulisse auszusehen hat. Mir wird vorgeschrieben, wie ich mich bewege, wie ich, und so weiter. Ich könnte jetzt die Raute machen, ich könnte die Arme bewegen, ich könnte jetzt einen auf unsicher machen. Ja, das sind alles so Symptome, die zum Beispiel bei Herrn SPD-Herr da, ne, den Imperator Schulz, lokalisiert wurden. Frau Merkel ist bodenständig, Frau Merkel ist ruhig. Aber wenn man sie, wie heute, dem Gesicht, es war eine lustige Geschichte. Ich meine, die vierte Macht gibt es fast auch nicht mehr. Die vierte Macht war das da. Fernsehen war die vierte Macht.
Ich wurde durchs Fernsehen ausgebildet, weitergebildet, hatte wunderbare Lernprogramme. Es hat so viel Spaß gemacht, Hermann von Dittfurt zu hören, Klaus Löwenreit, Pusteblume, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich muss gerade abgraben, ich habe ja schließlich mein Alter und ich habe nicht mehr alle so drauf. Ah ja, der Bus, irgendwann war mit dem Bus, ne? Der rote Bus da. Also, ja, ich habe jetzt nicht alle, jetzt alle Sendungen. Pantau, okay, Pantau war auch eine tolle Geschichte, hat auch Spaß gemacht, das anzuschauen. Es war wunderbar skurril, war wunderbar, irgendwie konnte man sich da, Märchen, ja, Märchen. Märchen haben auch viel Spaß gemacht, da sind wir ja wieder beim größten Märchen. Nicht nur, dass ihr jetzt, wie gesagt, verfolgt werdet wie die Weltmeister. Nein, wir sind beim Märchen Star Wars. Wir sind beim Märchen Telekom. Wie gesagt, die Telekom hat euch im Griff. Es kann aber nicht sein, wenn die Telekom euch kündigt zum 10.10.2017 und euch neue Verträge gibt, digital, und dann behauptet, durch einen Fehler der Telekom, ist der Kunde der Dumme. Der soll den Fehler der Telekom bezahlen. Das kann es nicht sein, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind in einem Märchen und das Märchen heißt Star Wars. Und ich lade euch ein zur nächsten Sendung, ich denke mir alles aus. Ich möchte 49, 59, 69 und die 79 Geborenen, also von 49 bis 79 Geborenen, eine Sendung machen. Und auch mit solchen Leuten würde ich sehr gerne eine Sendung machen. Ja? Es geht nicht. Ich werde manchmal, ja, sind wir dann im WDR? Nein, wir sind nicht im WDR, weil der WDR ist viel zu teuer. Und unser UPROM TV, Astra Digital 98,5, geht auch nicht, weil es zu teuer. Ob er nochmal in Leben gerufen wird, du bist TV, weiß ich nicht. Ihr seid jedenfalls hier bei Ultra HD Web TV, beim Sondersender NRW TV, und wir machen Sendung. Wir machen Sendung und wollen, das ist die Idee, weil wir sind zurückgegangen. Tante Emma, das hier ist die Tante Emma der 50er Jahre. Kommen die jungen Leute nicht klar mit, ist klar. Und die Älteren sterben mir weg und die ganz Alten, geboren ab 20, 40, 30, die sterben mir leider auch weg. Und darum spreche ich die Leute an, ab 49, 59, 69, 79 geboren. Noch einmal zum Mitschreiben. Die ab 89 geboren, aufwärts. Ich weiß nicht, ob sie so einen vor die Kamera haben möchten, aber für die, also für die 98 geboren, aufwärts, die auch gern Film machen möchten, aber das Equipment nicht haben, die Erfahrung nicht haben, die Ausleuchtung, Beleuchtung, Betonung und so weiter und die Technik. Dafür bin ich aber auch da. Das könnt ihr nämlich hier auch. Nicht nur die Schauspieler, komparsen.de, Filmpool, nein, nein, die anderen auch. Ich bin AWA Movie seit 1969. Film, Fotoproduktion, digitale Wandlung, analog, digital ab 1979. Bis heute und mache jetzt das Web-TV. Stefan Raab wollte mitmachen, aber naja, schwamm drüber. Und die anderen auch, schwamm drüber. Wir haben angefangen mit AOL, mussten also uns von der Telekom verabschieden. Von 1969 war man bei der Telekom, man hatte also ein normales Telefon. 1995 musste man von der Telekom weggehen, ging nicht anders, weil AOL es konnte, also hat man es da gemacht. Dann kam zwischendurch 1 und 1. Da bin ich ruhig, da sage ich nichts zu. Und dann ist man natürlich zurückgegangen zur Telekom. Aber das Problem ist, Telekom kann es immer noch nicht. Sie kann es immer noch nicht. Das ist traurig, aber naja. Ich brauche leider einen guten Partner, einen guten Online-Partner, sonst geht das nicht. Ich brauche ihn. Das ist meine Firma. Ich bin online. Ich bin Industrie 4.0. Ich bin Industrie 4.0. Ich gehöre zu den ein Drittel Leuten, die Arbeit haben. Ich möchte nicht zu den zwei Dritteln, die keine Arbeit haben. Denkt dran, das ist eine Satire-Sendung. Denkt dran, das ist Star Wars. Das hier ist die Einleitung. Es ist die Einleitung in die allgemeine, globale, weltliche Geschichte über den Menschen, der plötzlich digital geworden ist. Und. Er wird erneuert. Er ist kein Römer mehr. Ja, es lernen zwar einige Latein, finden den Römer toll. Ich finde es schön, dass der digitale Mensch von heute in die uralte Geschichte zurückgeht. Aber bitte doch nicht nach 33, 45, was soll denn das? Aber denkt dran, immer noch
rechts vor links hier in Deutschland beim Straßenverkehr und dann verschwinde ich jetzt auch. Ich weiß zwar nicht, in welche Richtung ich jetzt hier bei euch rausgehe, aber das ist nicht meine politische Ausrichtung. Ich bin gelb. Ah ne, ich bin Magenta, Entschuldigung. Und denkt dran, wir sind bei Star Wars. Macht's gut.